Hallo, willkommen zurück. Wir wollen uns jetzt dem letzten Thema für heute widmen, nämlich dem Entspanntsein. Wir hatten vorhin schon einleitend gesagt, dass Entspannung für eine gesunde Lebensweise auch sehr, sehr wichtig ist. Und Entspannung wollen wir heute nochmal besprechen, dass es im Büro, im Beruf, im Sport und in der Freizeit einfach die Möglichkeiten gibt, dort entspannt zu sein. Entspannung ist wichtig. Entspannung hilft vor allem auch bei Stress. Marc hatte das vorhin schon erwähnt. Das Gute ist, jeder von uns kann entspannen lernen. Und wir machen das heute durch einige Übungen. Daher schon mal drauf gefasst machen, dass wir gleich wieder etwas Bewegung reinbringen. Sind wir denn immer entspannt? Nein, nicht immer. Das ist tatsächlich leider so. Manche Menschen haben zu viel Stress, zum Beispiel im Beruf, beim Sport oder auch in der Freizeit. Daher eine Übung schon, bevor wir so richtig ins Thema starten. Da schauen wir uns nämlich die Atmung an. Daher würde ich euch, die mit mir hier vorne sitzen, einmal mal bitten, den Stuhl ein bisschen zurückzurücken und dass wir uns aufrecht hinsetzen. Und wir nehmen als Hilfe die eine Hand auf den Bauch und die andere, oh, das Mikro, das ist da sonst nicht. Genau. Und dann, wer möchte, schließt gerne die Augen. Dadurch, dass unter Stress immer unser Atem sehr schnell und gepresst ist und wir meistens in die Brustatmung hier oben atmen, wollen wir uns jetzt mal die tiefe Atmung anschauen. Das heißt, wir atmen bis in den Bauch hinein ein. Dabei wölbt sich der Bauch nach außen und ganz tief wieder ausatmen. Einmal den Bauch beim Einatmen nach außen gehen lassen und wieder einziehen beim Ausatmen. Wir nehmen jetzt einmal noch die Hände an die Seiten und packen sie auf die Rippen, um nämlich noch mehr Möglichkeiten, den Atem im Körper zu verteilen. Versuchen wir den Atem auch über die Rippen zu ziehen. Heißt, beim Einatmen auch darauf achten, dass die Rippenbögen sich öffnen und beim Ausatmen wieder runter. Und ein letztes Mal. Und einmal lockern. Das ist eine Übung, die man auch gut wirklich unterwegs machen kann. Natürlich auch am Schreibtisch, kurz bevor man einen Vortrag hält, um wieder etwas ruhiger zu werden. Was ist denn Stress überhaupt? Marc, hast du eine Situation, in der du im Stress bist? Ja, zum Beispiel, wenn ich an meinem Arbeitsplatz dann einen Termin habe und ich muss ganz schnell dringend zu diesem Termin, bevor ich ihn dann nicht einhalten kann. Das kenne ich auch sehr gut. Nadine, hast du noch eine Idee, was oder beziehungsweise was löst denn Stress bei dir aus? Was löst Stress bei mir aus? Wenn ich eigentlich zu viele Anrufe kriege, wo ich denke, ich würde jetzt gerne mal die Augen schließen und mal entspannen, so nach der Arbeit, und denke mir so, warum hast du das Handy nicht ausgeschaltet? Gibt es sonst vielleicht im Chat noch einen Hinweis, was eine stressige Situation sein kann? Ja, hier schreibt jemand, wenn man sich in Räumlichkeiten befindet und so ganz viele Menschen auf einmal reden. Mhm. Das stimmt. Der Lärm, der da entsteht. Genau, ja. Oder die Termine. Also Termine ist hier definitiv die meiste Antwort. Ja, wir haben alle viel zu tun, aber es ist auch wichtig. Mhm. Ja, das ist die heutige Zeit. Ein weiterer Stress, der ja auch kommen kann, ist ja ein positiver Stress. Das ist bei Veranstaltungen, beim Sport. Mhm. Dass man dann auch angespannt ist und da dann her auch sich unter positivem Stress dann auch seine Veranstaltung mit
unter bist. Ja, das kenne ich auch, den positiven Stress. Der setzt Endorphine zwar frei, ja, aber genau, mal so samstags ein bisschen in der Bewegung zu sein, 4-5 Stunden, aber es ist toll. Das stimmt. Ja, hier ein paar Beispiele, die ich auch durch die Schulung und Fortbildung so ein bisschen gesammelt habe. Angst vor Reden halten ist auf jeden Fall ein großes Thema, was viele Menschen einfach nervös macht oder unter Stress dann geraten lässt. Die viele Arbeit. Lärm ist auch ein großes Thema, gerade in Werkstätten, gerade im Montagebereich, wo einfach dann auch die Maschinen schon die Lautstärke vorgeben. Der Zeitdruck. Jetzt auch häufiger auf jeden Fall schon die Termine, die irgendwie kein Ende nehmen wollen. Mitunter sind es auch störende Kollegen, mit denen man vielleicht dann nicht ganz so gut zusammenarbeiten kann. Oder wenn man viel Redner zum Beispiel in einer Gruppe hat, kann halt auch Stress auslösen. Und weil wir gerade so schön auch in den Übungen sind und bevor ich nochmal genau sage, was Stress denn überhaupt ist und wie sich das auch körperlich auswirkt, würde ich zu Beginn eine Übung machen. Ich habe tatsächlich auf meinen Schreibtischen, entweder im Büro oder im Homeoffice mittlerweile, immer einen Stressball. Das heißt, vor Videokonferenzen, die mich fordern, habe ich ihn dann auch griffbereit. Natürlich hat jetzt nicht jeder einen Stressball zur Hand. Marc hat schon das Tempo in der Hand. Genau, Taschentücher geht natürlich auch, aber ja. Nadine, du kannst sehr gerne auch einfach mit der Hand mitmachen. Wir wollen uns einfach mal anschauen. Na, und dass, wenn man den Stressball in den Händen hält, wenn man dann die Faust ballt, sind wir ja in Anspannung. Und angespannt sind wir ja auch in Stresssituationen. Und hier bei dieser Übung ist es einfach, dass man darauf achtet, wenn man jetzt nämlich loslässt, wie sich die Entspannung anfühlt. Wie der Unterschied ist zwischen den angespannten Muskeln und der Entspannung. Und dass man halt, wenn man in den Stresssituationen ist, immer darauf achtet, dass man die Muskeln und sich immer entspannt. Das heißt, man kann diese Übung dann ein paar Mal hintereinander machen, festdrücken, die Anspannung spüren und wieder loslassen. Genau, das kann man natürlich auch mit der anderen Hand, wenn man mag, dann ebenso machen. Es gibt auch eine Übung, die nennt sich progressive Muskelentspannung. Da werden alle Körperpartien der Reihe nach angespannt, um da einfach auch den Entspannungseffekt zu haben. Das ist zum Beispiel auch eine gute Übung zum Einschlafen, wer da Probleme haben sollte. Genau, also das kann man, entweder man besorgt sich einen Stressball oder eine Packung Taschentücher oder tut das tatsächlich einfach mit der bloßen Hand, kann man auch überall eben einsetzen, um sich da selber ein bisschen runterzuholen und zu entspannen. Was passiert denn körperlich bei Stress? Habt ihr da eine Idee? Ja, aufgeregt sein. Und wie macht sich das bemerkbar am Körper? Ist so eine Anspannung. Ja. Ne? So, alles ist so, genau, die Muskeln sind angespannt. Gespannt. Mhm. Genau, aber das Herz schlägt auch schneller. Und auch die Atmung wirkt schneller. Wir hatten das ja gerade auch in der Atemübung. Da waren wir jetzt relativ entspannt, aber und der Blutdruck steigt. Das Schmerzempfinden sinkt und die Muskeln spannen sich an. Das hatte Nadine ja schon gesagt. Und der Körper setzt zusätzliche Energie frei. Daher ist, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, bei Wettbewerben dieser positive Stress, der ja Energie freisetzt, sodass man den 100-Meter-Sport sehr gut machen kann. Dadurch, dass das ganze Thema mit dem Stress kommt ja schon von unseren Vorfahren in der Steinzeit. Da war das tatsächlich so, dass man, wenn man in Stresssituationen kam, ja der Feind oder der Säbelzahntiger vor einem stand und man dann die Möglichkeit hatte, die Flucht zu ergreifen oder eben zu kämpfen. Und deswegen hat der Körper sich entschieden, okay, ich brauche ja dann nicht unbedingt die Verdauung, wenn ich mich retten möchte. Und somit ist irgendwie der Körper auch in unserer heutigen Zeit noch so getrimmt, dass wir einfach langsamer verdauen und wir keinen Hunger verspüren. Und dass auch unsere Abwehrkräfte, die man ja in solchen Situationen wie bei unseren Vorfahren nicht brauchte, dadurch schwächer sind. Aber dadurch, dass wir ja jetzt lange Phasen haben, wir haben immer so viele Termine, wir haben immer so viel Arbeit, wir auch dadurch merken, dass wir schneller krank werden, wenn wir uns dann nämlich nicht die Auszeiten nehmen und entspannen und dem Stress eben entkommen.
Ja, was ist Stress? Stress kann gut sein und Stress kann schlecht sein. Das hatte Marc ja auch schon gesagt. Er kann uns eben helfen, zum Beispiel beim Wettbewerb, um halt diese Anspannung, diese Nervosität, die man spürt, fokussiert ein Jahr darauf, ins Ziel zu gelangen. Aber Stress kann auch stören. Ich weiß nicht, wie es euch zu Schulzeiten gegangen ist, wenn ich ein Thema, eine Hausarbeit oder eine Prüfung hatte und dann zu sehr unter Stress war, war es auch schon mal so, dass mir die Antwort da nicht einfiel und damit hat der Stress sozusagen die negative Wirkung gehabt. Wenn ihr euch jetzt so ein bisschen dran erinnert, was so die körperlichen Reaktionen bei Stress sind, habt ihr da auch ein Beispiel, was richtig positiver Stress sein kann? Wo hat man denn noch einen erhöhten Herzschlag, die Hände werden schwitzig, man wird vielleicht rot. Eine Idee? Mhm. Ja. Denn wenn man jemanden Tolles sieht und sagt so, ach, den Menschen möchte ich gerne näher kennenlernen. Ja, oder man dann tatsächlich auch schon verliebt ist. Das ist tatsächlich der schöne positive Stress. Ja. Oder, also wichtig ist natürlich auch, für jeden ist Stress ja auch was anderes. Da kommen wir gleich nochmal. Also Stress kann uns, wie gesagt, helfen, beim Wettbewerb richtig gut zu sein. Ja. Oder eben auch hemmen, wenn wir eine Aufgabe nicht schaffen. Und dieser dauerhafte Stress, den wir in der heutigen Zeit einfach haben, weil ja ein Termin den anderen jagt, man so viele Sachen einfach auch bedenken muss, müssen wir uns selber immer wieder darauf eichen, dass unser Körper sich einfach erholen muss. Also wir müssen selber dafür Sorge tragen, dass wir gesund bleiben und eben den Stress umgehen oder beziehungsweise, wenn man ihn nicht umgehen kann, einfach eine Lösung finden, dann schnell wieder in die Entspannungsphase zu kommen. Stress ist ja auch für jeden etwas anderes. Also wenn man zum Beispiel, man läuft auf der Straße und ein Hund kommt einem entgegen. Wenn ich jetzt jemand bin, der Hunde über alles liebt, ist das für mich eine total schöne Situation. Aber jemand, der Angst vor Hunden hat, da ist das für ihn eine absolute Stresssituation. Daher kommt es auch natürlich ganz auf die Person an, wie man Stress entgegenwirken kann oder wie man wieder entspannter wird. Also wir hatten jetzt schon die Atemübungen, was für eine Person ja, gut funktionieren kann, für die andere dann vielleicht nicht. Oder eben diese An- und Entspannsituation mit dem Stressball. Das muss man einfach für sich rausfinden. Zu viel Stress ist einfach nicht gesund. Wir müssen auf uns aufpassen. Wir sind eben mal angespannt und wir sind mal entspannt. Es muss einfach Spannung und Entspannung sollten ja, gleich sein, sodass man da ausgeglichen ist. Genau, deswegen auch gerne die Frage an Sie. Vielleicht hat der ein oder andere im Chat eine, wie entspannen Sie sich? Ja, es gibt tatsächlich ein paar Antworten. Also hier schreibt jemand, ich entspanne, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme und ein gutes Buch lese. Mhm. Dann schreibt wiederum jemand, genau, wenn ich nach Hause komme und mein Hund kommt mir entgegengelaufen, ist das auch schon eine direkte Entspannung. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch das Thema Abschalten. Ne? Cut von der Arbeit, ich bin zu Hause, Themenwechsel. Ja, oder halt auch ein frisches Glas Wasser in Ruhe zu trinken, zum Beispiel auf dem Balkon. Also das Thema Entschleunigen würde ich jetzt hineininterpretieren. Genau. Oder aber, ich glaube, den hatte ich vorhin schon mal, den Herren, der dann auch wiederum sagt, er entspannt, wenn er sich zu Hause dann die Jogging-Schuhe anziehen kann. Das geht mir ähnlich. Marc, hast du noch eine? Ja, also wenn ich mich dann mit beruhigender Musik auch mal hinlegen kann und kann einfach mal ich sein und mal einfach nur mal die Augen zumachen und man nichts von jemandem hören oder sehen, einfach nur mal für sich dann sein. Oder wenn ich dann im Urlaub bin, zum Beispiel mich an den Strand lege und nur mal das Rauschen des Meeres höre und dann da dann abschalten kann. Mhm. Geht ja schon so in Richtung Meditation dann auch. Aber das ist auch ein gutes Stichwort gewesen, weil das kann man sich, da braucht man eigentlich nichts, außer eine schöne Erinnerung, dass man, wenn man sich gerade wirklich gestresst fühlt, man sich nicht so gut fühlt, dass man sich immer an eine
bestimmte Situationen. Jetzt an dem Urlaub, du hattest gerade den Strand erwähnt, wäre jetzt auch ein Beispiel von mir, dass man sich eine schöne Urlaubssituation eben denkt. Oder jetzt, wo man nicht so häufig die Musik live erleben konnte in der Corona-Zeit, aber an ein schönes Konzert erinnert oder ein Treffen mit Freunden oder irgendwie einen Spaziergang. Wenn ihr da Bilder einfach im Kopf euch wieder aufleben lasst. In Schulungen biete ich es oft auch an, dass wir so Freundschaftsarmbänder machen und dass man sich daran dann den guten Gedanken einfach verknüpft, sodass man das auch immer noch mal ein bisschen visualisiert hat, um sich da auch wieder dran zu erinnern. Dann kommen wir auch schon fast zum Schluss. Bevor wir aber jetzt noch mal unsere Tipps für Entspannung geben, würden wir auch gerne noch mal in die Runde fragen, ob es noch Fragen oder Hinweise oder Ideen, was man noch gegen Stress für Entspannung tun kann, gibt. Also da sehe ich jetzt zurzeit keine direkte Frage. Vielleicht ein kleiner Schwenk von mir. Ich bin immer der oder diejenige, die dann samstags sich für ein Ehrenamt aus und bin in einem Park und darf dort mit Huskies Bewegung durchführen, also Bauchgurt, Leine vorne dran, Hund vorne eingespannt. Und wenn ich mit allen gegangen bin, setze ich mich meistens auf den Boden und dann legen sich alle vier mit zu mir und dann gibt es eine kleine Pause. Das ist auch sehr entspannt, auch wenn erst die Aktion, die Bewegung da ist und danach die Entspannung dann da ist. Klingt sehr schön. Ja. Und wenn sonst keine Hinweise oder Fragen mehr kommen, Marc, würdest du uns ein paar Tipps noch mit auf den Weg geben? Kommen wir nochmals zu Tipps. Was tun beim Stress? Bleiben Sie fit. Bleiben Sie und trainieren Sie 30 Minuten pro Tag. An vielen Tagen in der Woche. Gesundes Essen. Essen Sie Obst, Gemüse, fettarme Eiweiße oder Bohnen und Vollkorn. Beruhigende Übungen machen. Dreimal tief einatmen und ausatmen. Dehnen. Darüber etwas Schönes nachdenken. Und spazieren gehen. Musik hören, einen Stressball benutzen. 8 Stunden schlafen. Trinken Sie keinen Kaffee und keine Cola vor dem Schlafen. Schalten Sie den Fernseher und das Handy 30 Minuten vor dem Schlafengehen aus. Sprechen Sie mit anderen. Sprechen Sie und schreiben Sie mit Freunden, Teamkameraden, Trainern und Familie. Hilfe holen. Sind Sie oft im Stress oder überfordert? Dann sprechen Sie mit einem vertrauten Menschen. Oder gehen Sie zum Arzt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Damit wir, Daniela und ich und Nadine, vielen Dank dir auch, dass wir so toll bei euch sein durften, in euren Räumen, wie aber auch hier vor Ort. Und wir bei BGW uns so wohl gefühlt haben. Ich hoffe, ihr habt das auch an den Laptops oder an den Bildschirmen. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder in einem anderen oder einem weiteren Rahmen wieder hier treffen würden. Eure Daniela und Marc. Von SOD. Ja, auch von meiner Seite her vielen lieben
herzlichen Dank fürs Zuhören, für die rege Beteiligung auch im Chat. Ich habe heute was gelernt. Menschen und Sport gehören zusammen, jeder auf seine ganz individuelle Art und Weise. Sport, so durfte ich auch gestern schon lernen, heißt nicht Sport im Sinne von unbedingt Joggen, Badminton oder auch eine Sportart im eigentlichen Sinne auszuüben, sondern es heißt einfach auch, kleine Bewegungen zu machen. Das ist auch Sport. Kreativität inbegriffen, ganz klar. Seien Sie kreativ, nutzen Sie das, was Sie zu Hause haben, binden Sie Freunde mit ein, Familie und auch Arbeitskollegen, wie wir es heute hier gehört haben, auch gesunde Ernährung. Gemeinsames Kochen kann, glaube ich, auch ganz interessant werden. Ja, von meiner Seite her auch nochmal vielen Dank an beide. Wenn Sie neugierig sind da draußen, machen Sie es wie ich. Ich habe gegoogelt, wer ist Daniela Schulz, wer ist Marc Solomeier? Sie finden einiges im Netz. Oder schreiben Sie über SOD einfach und bitten um entsprechende Rückmeldung. Ich denke, beide und auch alle anderen Kollegen von SOD sind da sehr gewillt und auch erfreut, wenn sich Leute melden. Ich habe schon so ein bisschen recherchiert. Ich komme aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz und werde auch mal schauen, was in Koblenz so SOD alles macht. Meine Damen und Herren, ganz viel Spaß noch und ganz lieben Dank. Auf Wiedersehen.